Essenszeit. Was wollt ihr essen? Wir haben alle Hunger. Katztastisch begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land hier auf Katze zusammen mit Elgirl. Und Elgirl, was werden wir heute entdecken? Wir sind in der Mondscheinkluft. Sehr gut. Boah, aber irgendwie, ich glaube, wir sind eher im Grand Canyon bei Nacht. Guck mal, ich habe mir den Bohrer geschnappt. Ja, mit dem Bohrer kommst du hier auf jeden Fall in dem Level gut voran. Ja? Das ist einfach nicht meine Fähigkeit. Achtung, Niu! Sehr gut. Den ersten haben wir schon mal besiegt. Ja, ja. So. Und das ist auch ein wichtiger Treffer für dich. Ja? Wieso? Ja, weil... Ach so. Das zeigt doch, dass du mit der Bohrerfähigkeit gut vorankommst. Das auf jeden Fall. Ich war nur so ein bisschen irritiert. Ich dachte, da passiert jetzt irgendwie was. Aber es war einfach nur ein Wüstenfuchs, den ich besiegt habe. Ja, ja, aber jeder Wüstenfuchs zählt. So, lass uns kurz nach oben gehen. Mhm, warte, ich hänge jetzt. Ja, und sehr gut. So. Und, rüber. Hier links, warte mal. Hier ist noch ein Geheimnis. Oh, ich hab's gesehen, ein Weinfass. Zwillingsbohrerfähigkeit gefunden. Das heißt bestimmt, wenn ich die nachher entwickeln lasse beim Waffenhändler, habe ich plötzlich so Doppelbohrer. Möchte ich nicht verraten, vielleicht hast du recht. Was gibt's hier? Wow, eine Glühbirne. Wie cool. Ja, das kennen wir schon aus dem Horrorhaus. Hallo. Bei Wundaria. Ja. Das war die dritte Welt, du erinnerst dich. Im Freizeitpark. Und jetzt geht's hier eben weiter. Ja, ich muss aber sagen, die Glühbirnenfähigkeit mag ich auch sehr. Echt? Ja, eigentlich schon. Ja gut, aber deine Lieblingsfähigkeit ist immer noch die Wasserballonfähigkeit, oder? Ja, wobei das Auto auch hoch im Kurs ist bei mir. Ja, und was noch? Ich finde die Glühbirne auch irgendwie lustig. Guck mal, wie der läuft. Gibt es eine, die du gar nicht magst? Lass mich kurz überlegen. Hatten wir nicht in der letzten Folge... Habe ich nicht da irgendwie was gesagt, was nicht so meine Fähigkeit ist? Weiß ich nicht. Hatten wir den Ring in der letzten Folge? Ich glaube schon. Naja, egal. Also der Ring ist nicht ganz so meins. Dieses Fliegen ist auch nicht so ganz so meins. Okay. Warte. Hier musst du schnell sein, Elgirl. Ja. Wow. Ja, das war ganz schön knapp. Achtung. Und weiter geht's. Oh, Geheimgang. Da oben ist ein Milchfläschchen. Für kleine Babys. Für kleine Babys. Für Elfilin vielleicht. Aber Elfilin wurde doch verschleppt. Ja, ich weiß, aber vielleicht sollten wir es einstecken und mitnehmen. Ja, die würde sich freuen. Wow. Oder er würde sich freuen. Also ja. Elfilin ist ja männlich, aber ja, egal. So, Entschuldigung, aber irgendwie schon ein weiblicher Name, ne? Elfilin? Ja, da denkt man sich immer so, da denkt man immer an ein Mädchen und... Milchflasche eingesammelt. Ja, vielleicht kommt es irgendwie auf die Kultur an. Ich meine, der Name Andrea ist ja auch weiblich bei uns. Genau. Aber Andrea ist männlich in Italien. Ja, oder Heike ist hier im Süden weiblich und bei uns im Norden gibt es männliche, Heikes eben, oder? Genau. Oh nein, da so, hat mich ein Feuerball getroffen. Hier hinten kann man durchlaufen. Das ist ein geheimer Gang. Oh, cool. Mehr als geheim. Hast du das auch gespielt schon? Also hast du den Geheimgang entdeckt, als du Kirby alleine gespielt hast? Beim ersten Mal ja. Ich meine, letztendlich habe ich ja zum Schluss alles entdeckt, weil ich habe es ja zu 100% gespielt. Ah, okay. Auch alle Waddle Dees gerettet oder so. Oh nein! Aber, naja, nicht schlimm. Ich habe unseren lieben Florian gerettet. Der Florian! Hallo Florian! Florian, willkommen zurück. So, Licht wieder aus und... Weiter nach links. Ja? Okay. Ja, ja. Ich dachte schon, es gibt noch was zu entdecken, was ich nicht gesehen habe. Nee. Oh. Aber ja, zu deiner Frage noch kurz. Es gibt Level, die habe ich zweimal gespielt, weil ich nicht alles geschafft habe oder nicht alles gefunden habe. Aber hier habe ich alles bis auf eine Sache zum Schluss entdeckt. Da gibt es nämlich drei Kakteen. Die muss man noch erreichen. Aha. So, hier. Jetzt nach rechts. Miau. Und Vorsicht, sie macht immer schön das Licht an. Immer schön das Licht anlassen. Du musst mal gucken, wenn wir in der Dunkelheit sind, habe ich wie so einen Heiligenschein. Guck, hast du gesehen? Ja, aber das ist glaube ich, nochmal so ein... Wie nennt man das? Ja, das so ist ein ja kein, Ringlicht. Ja, wenn man so möchte, kann man das so nennen. Aber das ist wie bei einer Taschenlampe. Da ist es ja ein Lichtkegel. Das stimmt. Und in dem Fall ist es einfach dieses Scheinen, das nach außen dargestellt wird. Ja, und es sieht aus wie ein Heiligenschein. Ja, ein Heiligenschein sieht ein bisschen anders aus, aber okay. Und ein Waddle Dee.
Das war Nummer 2 und das ist... Nico! Lieber Nico, wir haben dich gerettet! Super! Dann wollen wir mal nach links Freiheit. Gehen. Genau! So! Nee. Oh, da kann man was kaputt machen. Ja, machst du das kaputt? Ja, ich mach das. Okay. Tschu, mit dem Propeller. Ein Plakat kaputt gemacht. Und was kriegen wir eigentlich, wenn wir diese Plakate kaputt machen? Ja, ein extra Waddle Dee. Ja? Okay. Und guck mal jetzt, wie schön. Und die Musik. Ah, richtig cool. Mhm. Ich liebe es an dieser Stelle. Und jetzt müssen wir die Leiter schnell hochklettern. Hier oben musst du vorsichtig sein. Boah, Bumerang. Kann ich mir den Bumerang holen? Ja, kannst du. Wäre vielleicht sogar besser, weil mit dem Bohrer kommst du hier nicht weit. Ja, aber oh nein. Boah, ja, ich fliege. Elterl, schnell. Hier hoch, so. Ja. Wunderbar. Hui. Oh nein. So, vielleicht sollte ich mir die Feuerfähigkeit auch holen. Ja, die ist ganz praktisch. Aber da war ich wohl zu langsam. Komm jetzt schnell hoch. Ja, warte. Jetzt. Vorsicht, Vorsicht. Geister, haut ab. Haut ab. Oh nein, jetzt bin ich abgestürzt. Nein, ich komme. Oh, richtig gut. Oh nein. Vorsicht. Oh nein. Gut. Und flieg. Aber sei jetzt vorsichtig, du hast nicht mehr viel Energie. Ja, ich bemühe mich. Achtung, danke schön. Bitte schön. Jo, guck mal, wie sie die Leiter runterrutschen, die zwei. Und jetzt müssen wir an der Kanone vorbei. Oh, du spielst aber riskant. Da. Wow, sehr gut. Abgeholt. Genau. Unsere kleine... Marie. Wir haben Marie gerettet. Oh, ich muss mal kurz landen. Oh, nein. Da hoch. Komm zu mir. Hilfe, schnell. Yes, du hast es geschafft. Ei. Und hier gibt es wieder eine Fähigkeit für mich. Den hole ich mir doch. Ja, hol dir den. Ich habe noch kurz ein Gesuchtposter entfernt. Ja, alle drei voll. Haben wir gefunden. Okay. Und jetzt geht es vorsichtig auf die andere Seite. Step by step. Wobei, hier ist nicht viel mit Step by step. Nein. Und jetzt müssen wir da... Guck mal. Boah. Wir müssen da hoch. Da ist eine Hebebühne. Ja, warte. Kriegst du das hin? Jetzt hier auf diese Stufe. Warte. Oh, Moment. Ich muss mich mal kurz ausruhen. So. Hey, jetzt ist die Stufe weg. Komm. Sie kommt wieder. Okay, warte. Ja. Jetzt da hoch und dann nochmal. Ja, gut. Und jetzt. Oh, ganz schön knapp. Und jetzt die Hebebühne. Du musst zum Schalter. Ah, so. Ja, warte. Und dann in den Schalter rein. Und ping. Und dann geht's durch die Tür, denn da gibt es ein kleines Minispiel. Okay, warte. Ausspucken. Ja, Moment. Falsche Taste. Ich hatte Angst, dass der Igelball kommt. Der Igelball. Ja. So, jetzt wird's aber gefährlich. Jetzt, okay. Ich sag dir, runter. Was machst du? Runter. Oh. Ja, oh. Das war ganz nach unten, ne? L-Girl hat geschlafen. Okay. Bleib unten. Unten bleib. Spar dir das. Okay. Und hoch. Und runter. Und hoch. Und ausspucken. Oh, geschafft. Du machst sie wieder spannend. Und die nicht einsaugen. Ja? Ja, ignoriere sie einfach. Okay, warte. Und nicht einsammeln. Ignoriere das einfach. Okay, dann fliege ich oben drüber, würde ich doch sagen. Ja, und da ist Valentina. Hallo, Valentina. Wir haben dich gerettet. Sehr gut. Und flieg, Kirby. Wir springen nach unten, ne? So, jetzt haben wir diesen Abschnitt geschafft und jetzt geht es heikel weiter hier oben. Heikel? Ja, heikel. Okay. Sehr, sehr gefährlich. Da ist ein Bumerang-Kollege. Achtung. Ja, nimm den mit, den Bumerang-Kollegen. So, gehen wir die Treppe runter. Oh, ja, du hast eine Karotte gefunden. Bitteschön. Oh. Achtung, Bombe, fliegende Bombe. Okay, wann kommen die runter? Sobald wir vorbeilaufen. Okay. Ja, ich hatte ein Perspektivenproblem. Ich dachte, die ist direkt an der Leiter. Ja. Nee, wirklich. Schnell durchlaufen. Oh. Achtung. Oh, das war richtig, richtig knapp. Ja. Und der schlafende Kollege ist einfach ein Pfannkuchen geworden. Wie heißt der schlafende Kollege eigentlich? Soll ich dem jetzt einen Namen geben? Ja, bitte. Schlafmütze. 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 Oh, und da ist schon wieder ein Ring. Oder nein. Flugzeug. Oh, was habe ich vorher gesagt? Welche Eigenschaften liegen mir nicht so? Bitte, L-Girl, jetzt darfst es nicht vermasseln. L-Girl! Ui. Ja, rechts hoch zum Ring! Ui! Und jetzt links zum Ring. Ja, ich bin runter! Jetzt rechts, Vorsicht! Und
Wassermelone! Propeller, Propeller! Warum Propeller? Ah! Hier da vorne, ausweichen, ausweichen! Ah, jetzt, ach so! Hoch, durch die Ringe, durch die Ringe, durch die Ringe! Nach unten! Links, links! Ja, da unten! Oh. Gegen den Propeller! Aber jetzt, zweiter Versuch! Achtung! Komm, weiter! Ich mache heute meinen Flugführerschein! Ich habe die erste Flugstunde bei meinem Freund, dem Waddle Dee. Eigentlich hast du schon mal so einen Flug! Ja, aber ich meine hier im Grand Canyon, das ist Level 2. Okay, Vorsicht! Oh! Runter, runter, wir sind runter! Okay. Ja, jetzt links, links! Ja, links. Ich höre doch schon nein! Mitte, Mitte! Super! Durch den roten Ring! Links, links, links! Rechts! Und jetzt Achtung! Rechts, ganz rechts, da ist ein Durchgang, da ist eine Höhle, beim roten Ring, rechts, 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 nein! Ich dachte da vor uns. Nochmal, aber ganz rechts, Achtung, ja, warte. Du hast nicht mehr viel Energie. Oh ja, stimmt. Achtung. Rechts, 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 hoch, rechts, 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 runter, Und das Waddle Dee, den Waddle Dee, wer ist das? Das ist der Basti. Hallo Basti. Willkommen zurück im Land der Waddle Dees. Hei, sag ich da nur. Das war eine wilde und rasante Fahrt, oder besser gesagt, ein wilder und rasanter Flug. Ja, und das ist noch längst nicht alles. Hier vorne gibt es noch Küsten. Ah, eine Überraschung. So. Und dann gibt es da oben noch was zu entdecken. Boah, nochmal ein paar Waddle Dees. Ja, nicht nur die Waddle Dees, die retten wir gleich und schließen das Level ab. Aber da hinten ist noch dieser Kaktus, von dem ich vorhin gesprochen habe. Von dem du gesprochen hast. Da sind die drei Kakteen. Siehst du, das gibt uns nochmal einen extra Waddle Dee. Ja, super. Jetzt öffnen wir noch die Kiste und dann haben wir das Level geschafft. Öffne du die Schatztruhe. Ich warte hier oben bei unseren Freunden. Okay. Juhu! So, auf zu den Waddle Dees! Aufgeschlossen! Yay. Da sind Clemens, Paul und Valentin! Clemens, Paul, Valentin, herzliche Grüße an dieser Stelle. Ich hoffe, es geht euch gut. Willkommen in der Freiheit! Willkommen in der Stadt der Waddle Dees! So! Waddle, 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 Waddle! Okay! Okay, unser Freund, der Waddle Dee, hatte gerade seine zwei Sekunden. Ja. Okay. Super, wo geht's jetzt hin? Jetzt wird in die Hände gespuckt. Ja. Denn jetzt geht es gleich zum großen Endboss hier. Und wer... Achtung, man sieht ja eine Silhouette. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt. Was glaubst du, wer könnte das sein? Und warte. Achtung. Gregor der Krebs. Gregor der Krebs. Findest du nicht, das eine sah aus wie so eine Scherenhand. Ja, vielleicht gab es hier mal Wasser und jetzt lebt hier ein armer Krebs. Ja, so ein Wüstenkrebs vielleicht. Ja, vielleicht. Okay, und den gehen wir jetzt besuchen? Na, wir gehen zuerst in die Stadt der Waddle Dees. Okay. Denn ich würde sagen, wir machen jetzt eine Sache, die wir schon lange nicht mehr, oder was ist, schon lange nicht mehr gemacht haben. Die haben wir noch nie gemacht. Ja? Wir gehen mal ein bisschen ins Café. Ins Café? Ja. Cool. Kuchen essen? Nee, wir müssen helfen. Wir haben einen Nebenjob. Wir haben einen Nebenjob plötzlich? Ja. Ah, okay. Wir haben einen Nebenjob, um ein bisschen Taschengeld dazu zu verdienen. Cool. Ja, weil ohne Arbeit kann man sich ja nichts kaufen. Keine Lebensmittel zum Beispiel. Ah, das ist da, wo wir unsere Tomaten immer einkaufen. Ja, aber... Ja, okay, wir können jetzt hier noch kurz was kaufen, aber dann müssen wir mit dem Assistenten sprechen, denn der ermöglicht es uns erst, dass wir dieses Minispiel spielen können. Okay, das heißt, wir kaufen jetzt erstmal eine Tomate zum Mitnehmen, oder? Ja. Also so als extra Energie. Genau. Okay, dann mitnehmen bitte. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. In Ordnung, dann gebe ich dir deine Bestellung als Vorratsitem mit. Halte oben gedrückt, um es zu verzehren. Willst du den Assistenten jetzt sprechen? Kann ich machen. Okay, ich bin mal gespannt, was L-Girl noch so für Synchronisationsstimme hat. Achtung, vielleicht wird's spannend. Oh! Da staunst du, eine besondere Figur habe ich auch noch für euch. Für euch. Für euch. Cool, dankeschön. So, und da ist, ihr alle kennt sie schon, das ist der Waddle, die Servicekraft-Mensch. Die Figur eben. Cool. So, Achtung, jetzt. Hey Kirby, hast du einen Moment Zeit? Wow. Jetzt, da das Waddle Dee Café eröffnet wurde, suchen wir noch ein paar fleißige Hilfskräfte. Du kannst dich nicht zufällig für einen kleinen Nebenjob in der Gastronomie begeistern?
Doch können wir, oder? Auf jeden Fall. Teamjob, leichter Job, das ist die Übungsschicht. Aha. Meine Lieben, ihr müsst wissen, Elgirl hat mit der rechten Hand die Tasten bestätigt und mit der linken Hand ihre Nase zugehalten, um diese Stimme zu machen. Sehr lustig. So, Ja, das ist ein verschnupfter Wadigi-Assistent. Ah, okay, du siehst schon das Prinzip? Verstanden. Ja, natürlich. Tomate musst du übernehmen, ich ja. gebe die Getränke aus. Okay, ja, auf jeden Fall. Bitteschön. Bitteschön. Okay, und manchmal ist nur die Silhouette zu sehen. Verstanden. Ja, aha. oder? Und später, wenn Essenszeit ist, ja? kann man sogar sehen, was die so wollen. Also da kannst du ein bisschen früher agieren. Aber du siehst gleich, was ich meine. Ah, okay. Dann bin ich mal gespannt. Okay, okay, okay. Und, oh, Tomate. Die wollen... Viele wollen... Ja, wobei die meisten wollen aktuell eher was trinken. Ja, bei der Hitze? Oh, 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 Achtung, Achtung. Essenszeit. Oha, sind es jetzt plötzlich viele. Ist ja wie in der Kantine. Jetzt aber schnell. Hallo, Tomate. Ach so, es geht schon los. Ich dachte, du schläfst. Ai, ai, ai. Siehst du, jetzt siehst du vorher schon, was die ja, wollen. Ja, stimmt, okay. Getränk. Boah, das ist echt... Boah, da geht's hoch her. Rasant zur Sache. Richtig ungeduldige. Ja, aber wir machen das ganz gut. Richtig ungeduldige kleine Waddledies. Boah, wir Boah. Haben aber viele bedient. Wie viele haben wir bedient? Ja, eine ganze Menge. Boah, also, über 1000 Waddledies. Ja, 1000 ah, nee. Nicht, aber ich habe 22 bedient. Okay, und ich 15. Zusammen 37, das ist eine beachtliche Anzahl an Waddledies, muss ich sagen. Kundenzufriedenheit Zufriedenheit bei 100%. Wow, sind wir gut. Aber das war nur der leichte Job. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt gleich mit dem rasanten Job weiter. Okay. Ist es dann Abendessenszeit? Das heißt noch stressiger? Es wird auf jeden Fall noch stressiger, aber auch lustiger, glaube ich, für uns Zuschauer. Okay, dann also, rasanter Job. Also, für die Katzen-Community. Oh nee, oder? Jetzt wir haben wir ja noch Kuchen. Du musst Kuchen servieren und Tomate machen wir spontan. Entweder du oder ich. Okay. Hauptsache einer von uns, der schneller ist und schneller reagiert, okay? Ja. Nein! Schnell! Okay, Entschuldigung. Tomate. Tomate. Getränk. Ja. Getränk. Tomate. Tomate. Und Auto. Autokuchen. Getränk. Auto. Ja, sieht gut aus. Schnell, Auto. Schnell, schnell. Und Getränk. Jetzt Achtung, jetzt wird's gleich wieder Tomate. Richtig schnell. Oh. Oh, jetzt geht's los. Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Es ist ein lauthungriger Waddledies. Okay, und also Getränk. Getränk. Tomate. Getränk. Und Getränk. Und Tomate. Tomate. Getränk. Getränk. Kuchen! Kuchen im Hitz bleiben! Warte! Getränk! Getränk! Nein, falsch! Nein! Getränk! Schnell, Tomate! Getränk! Getränk! Oh Gott! Tomate! Tomate! Getränk! Oh. Ich habe gefühlt gar nichts gemacht, weil bei der Tomate warst du immer schneller und dann stand ich so richtig tatenlos hinter dir. Aber Achtung, jetzt kommt noch der wilde Job. Okay. Und da wird jeder von uns zwei Sachen servieren müssen. Eieiei, unsere Kundenzufriedenheit hat rapide abgenommen. Ja, 50% weniger, 52 um genau zu sein. Wow, okay, die ziehen wir wieder hoch, die Kundenzufriedenheit, auf mindestens 80%. Ja, okay, also jetzt, wilder Job. Du nimmst Tomaten und Kuchen, ich habe Getränke und Burger. Okay, boah, so ein Burger hätte es auch was. Also jetzt schon aber schnell, ja? Ja, ich... Beeil mich schon. Du musst jetzt reagieren. Und Auto. Schnell, und schnell. Getränk. Getränk. Und Tomate. Tomate. Und. Schnell! Und Getränk. Nein! Und Tomate. Schnell, schnell. Und Getränk. Getränk. Und Burger. Burger. Oh Gott. Schnell. Und Tomate. Tomate, Tomate. Und Getränk. Ja, ja, ja. Und sehr gut. Kuchen. So. Oh, jetzt geht's richtig los! Wir haben Hunger, 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 haben Tomate, Durst! Achtung, Burger! Burger, Auto! Kuh! Oh Getränk. Gott! Burger, Burger! Burger! Burger. Getränk! Tomate! Burger! Und Tomate, nein! Kuchen! Achtung, Kundenzufriedenheit. Und? Aber das haben wir richtig gut gemacht. Ja, sensationell. Ich glaube, ganz kurzer Tipp an alle. Alle, die meine Serie gesehen haben, also als ich 100% gespielt habe, ihr wisst ja, wenn man den rasanten oder den wilden Job schafft, kriegt man eine Spielfigur von dieser Servicekraft, von dem Azubi oder wer auch immer das ist, ja, von diesem Waddledee. Mhm. So, falls jemand sagt, oh, ich schaffe das nicht, alle vier Sachen gleichzeitig zu servieren,
Hey, spielt das einfach mit einem anderen Spieler zusammen im Teammodus. Und es ist super lustig. Nicht nur lustig, sondern jeder kümmert sich um zwei Sachen. Dann könnt ihr das viel einfacher schaffen. Ja, also erfordert viel Konzentration, aber ist auch super, super lustig. Ja, auf jeden Fall. Jetzt musst du dir noch ein bisschen sprechen. Also, du hast uns viel geholfen, deshalb möchten wir diese besondere Figur hier überreichen und dir unseren tiefsten Dank aussprechen. Bereit? Also dann, danke! Bitteschön. Danke, Kirby, hier ist die Figur. Okay. Wow, richtig cool für unsere Sammlung. Jetzt machen wir noch kurz den Endboss platt. Kurz. Ja, pass auf. Den Endboss, für den kriegt man einen Waddle Dee, wenn man den innerhalb von 2 Minuten besiegt. Das heißt, theoretisch brauchen wir nur 2 Minuten, um den kurz platt zu machen, wenn alles glatt läuft. Da bin ich ja gespannt. Wie hast du den Endboss genannt? Gregor der Krebs oder genau. Gregor die Krabbe. Gregor der Krebs, der Wüstenkrebs. Beziehungsweise die Krabbe. Mal gucken, ob es am Ende ein Wüstenkrebs ist. Also ein richtiger Atom-Wüstenkrebs stelle ich mir vor. Also nicht so Mini-Ding, sondern so ein richtig großer. Ja, also, du übst schon. Ja. Nicht vergessen die Schultertaste, ja, Elgern. Okay. Die ist gerade in diesem Kampf extrem wichtig ja. zum Ausweichen. Okay. Also an alle, ZL, ZR drücken. Ja, okay. Weil sonst schafft man den Endboss fast gar nicht. Oh, soll ich die Tomate noch mitnehmen? Ja, nehmen Sie mit. Okay, so. Und hepp. Jetzt Fähigkeit wechseln. Ah, Spieleland. Na, die Bombe ist praktisch, kann ich dir aus Erfahrung sagen. Du kannst aber auch bei Feuer bleiben, wie du magst. Nee, ich glaube, dann höre ich auf deinen Rat. Dann nehmen wir mal die Bomben, oder? Ja, ja. Oh nein, nicht den Igel. Warte. Ja. Und nimm die Bombe. Einfach berühren. Ja, okay. Erstmal ablehnen. Und jetzt die Bombe. So. Mit meinem coolen Satellitenhut. Jetzt gucken wir mal. Wenn wir Glück haben, können wir Elfili noch retten. Stimmt. Der ist ja auch noch gefangen. Ja, und da müsst ihr doch da vorne sein, oder? Jemand wurde Elfilin in die Wüste verschleppt. Guck mal da vorne, im Käfig. Elfilin, hallo. Hallo. Yay. Elfilin. Das ist ja nur eine Puppe. Oha, Elfilin. Nein, das war nicht unser Freund. Oh Gott, was ist das hier? Oh, da leckt sich schon jemand die Lippen. Tanzpanzerbestie Gürteltor. Also doch keine Krabbe, kein Krebs. Achtung, ausweichen! Oh, geflogen. Und zack, du musst mir jetzt helfen, Bomben einsetzen. Zack. Ausweichen, und zack, ausweichen. Oh nein. Hey, da hab ich gefangen genommen. Na warte, ich komm hier raus. Du wirst schon noch sehen. Raus mit mir. Raus, jetzt. Jetzt hau schön auf den Putz. Bäm. Oh nein. Ja, aber gut ausgewichen. Dankeschön. Und Bombe hier. Warte, Bombe hier, Bombe da. Ah, nein. Hat er jetzt die ganze Zeit mich in diesem Käfig? Lass mich raus. Oh, nochmal. Komm. Wir schaffen Bombe, das. Bombe. Sehr gut. Jetzt. Boah, was macht der? Wir fallen in die Tiefe. Bomben. Ja, hau sie raus. Bomben, Alarm. Achtung. Der kommt. Ausweichen. Sehr gut. Und weiter ausweichen. Oh nein, das war ganz schön knapp. Nochmal. Gut. Und jetzt Bomben. Schnell. Das und das. Alles und das. Spammen. Boah, der hält aber viel aus. Ja, leider. Weg mit dir. Achtung, der geht gleich in die nächste Phase über. Aha. Jetzt hat er eine Tanzpartnerin. Oh nein. Wieder ausweichen. Ja, warte. Und zack. Und zack. Zack. Guck, zack. Kirby macht Flickflack. Zack. Jetzt Achtung. Jetzt wirft er die Tanzpartnerinnen auf uns. Immer bewegen. Oh, jetzt hat er mehrere Tanzpartnerinnen. Nein. Uiuiui. Ausweichen. Und Achtung, er kommt wieder. Ausweichen. Boah. Gerade. Und jetzt. Zack. Die Bomben spam. Alles spammen. So. Komm, nein, kleines bisschen. Wir schaffen das. Boah, ich schicke dir nochmal ein paar Tanzpartner. Ja, Achtung. Oh, nein. Aber die Bombe hat gewirkt. Also wirf ruhig nochmal ein paar Bomben. Okay, warte, ich muss mich jetzt aufs Ausweichen konzentrieren. Ich attackiere ihn auch aus der Luft. Boah, ich kann nicht aus der Luft attackieren, ja, oder? Ja, du nicht, aber ich. Oh nein. Oh, schnell. Ich auf ihn zu. Ich mach ihn platt. Zack. Der finale Stoß. Sehr gut gemacht, mein Freund. Dankeschön. Guck mal die Zuge. Da sind unsere drei Freunde. Wer sind es? Benina,
Saskia und Ricardo. Na, herzlich willkommen in der Freiheit. Und wir haben Blizzard-Eis gefunden. Das ist für dich die wichtigste Fähigkeit. Wow, cool. Das ist wirklich ungemein wichtig, glaub mir. Für den weiteren Spielverlauf wirst du dich sehr, sehr glücklich schätzen, diese Fähigkeit bekommen zu haben. Aber Elfilin haben wir immer noch nicht gerettet. Nein, Elfilin ist anscheinend nicht in Originis Wüste gewesen. Schade. Schade Schokolade. Dann müssen wir wohl weitersuchen. Aber wo könnte Elfilin sein? In der nächsten Welt. Elfilin, wir kommen und holen dich. Aber wo ist sie und was ist die nächste Welt? Hast du eine Vermutung? Nein. Was ist die nächste Welt? Wir hatten Wasser, wir hatten Strand, wir hatten Eis, Feuer. Feuer ist tatsächlich richtig. So, jetzt gibt es erstmal... Oh, wow. Wir kriegen einen neuen Überraschungsautomat. Oh, sensationell. Ja, okay. Für die Kollektion und natürlich auch noch die Blaupause für die Spezialpower Eis. Meine Lieben, bleibt katztastisch.